Okay. Ja, wo haben wir schon gespielt, die Aufnahme, wo wir miteinander reden. Ja. Ja. Aber wo man mir erzählt. Wo war mir am leichtesten. Wo es erzählt, aber das ist eine Sprache. Ich schaue gleich, wenn man Kinder früher lernt, oder ganz am leichtesten. Auch die Leute, aber die Sprache hat man gut erleichtert. Ja, das aber ich habe aber uns von den Heimen zu erzählen. Wir sind beide in einem Dörflein aufgewachsen. In typisch aufgewachsen. Ich bin gleich 6 Jahre alt geworden. In einem großen Dörflein in Kutschew. Ja. Und das heißt Leibold, das hat ungefähr 70 Häuser, also fast eine Stadt. Ja. Und hatte ich eine Schule gewohnt, ja. Oder eine Kirche, oder zwei Geschäftlein. Well, wir haben im Dorf unser eigenes Leben gehabt als Kinder. Ja, das ist wahr, ja. Und der Brache und aus. Und das ganze Jahr das Gleiche gemacht. Wir sind ja im Verkehr entwickelt, dass wir weiter hätten gedenken. Wir sind mit der Nachbarschaft hier zufrieden geworden. Ja, deswegen, wenn heute Leute sagen, kein Mensch ist schlecht gegangen, weil es schlecht gegangen wir machen es gewiss, dass es irgendwo in der Welt besser geht wie bei uns. Und dann hat es nur so viel Geld gehabt. Die Leute haben nicht viel Geld gehabt. Aber die Leute sind selbstständig geworden. Jedes Haus, jeder hat ein paar Hände gehabt, Eier gehabt, ein bisschen Fisch gehabt, eine Kühe oder zwei Schuhe. Jeder hat einen Acker gehabt, ja. Äpfel und Korn. Ja, Schaus gehabt. So die Leute haben nicht so viel Geld gebracht. So das kann man nicht automatisch schon als ein Urmann geworden deswegen. Sie haben einfach in Schewil nicht Geld gewirtschaftet. Naja, Schewil und Beckenpöhl haben sie ja nicht. Aber, nein, aber das ist ja auch wieder gut geworden, hat auch jeder gelehrt, mit dem man musste der Natur geht, erlauben zu machen. Gell? Ja. Und so ist er dann Leuten auch halbwegs gegeben, wo sie auch mit viel können kaufen. Gell? Ja. Das ist wirklich etwas, wir haben nicht Beckenpöhl. Aus ist wieder. Wie man dann auch Schuhe recycelt. Also ich bin eine Menge Brachen. Wenn jemand da gewohnt hat, hat wenn es nicht mehr gepasst hat, oder haben sie ein Stückchen gewöhnlich etwas gebracht. Ja, oder sie haben da kleine Kinder gewohnt, das gemacht. Nicht mehr weg, man gebracht. Ja, und zuletzt, wenn du nicht mehr hast, haben sie ein Fetzenpöppel daraus gemacht. Ja, das haben sie auch wieder. Ja. Von Fetzen haben sie Teppiche gemacht. Teppiche, ja. Geflüchten in ja, das. Ja. Oder von Korn, von Weizen, der Wagen. Haben sie auch geflüchten. Ja. Oder haben sie auch geweben und sie Taschen daraus gemacht. Schöne Taschen. Ja, freilich. Ja. Ich meine, der Strohsäcke haben wir hier drauf geschlupft mit. Es ist nicht schon viel Rösche, wo wir Matratzen gaben. Die besten Matratzen haben hier der Huber Umel gewonnen, gell? Ja. In den Bärmischen. Heint noch zählt es am besten. Was ist das? Umel von Huber. Oh ja? Das ist der beste Matratze, das Huber Burm, ja. Wirklich? Ja. Leute, sie praschen, schaut zu Schluss, ist da wie mal, und müssen halten das schon lange, gell? Ja. Und ich leide am Sturzeck. Ah, ja, okay. Schön. Na ja, oder in der Wald ist Winchig gewonnen, wie mir auch gewesen, wenn in der Wald etwas ist passiert. So lange als es Unglück geht, bei uns ist passiert, aber ich nicht gewesen wollen, gell? Das ist wahr. Ja. Heim denke ich hin, du, ich mag noch einen Himmel haben, wo die Sterne alle stehen. Die Schiege schätzt, wo keine Sterne, weil überall Licht ist. Aber der Himmel, wo ich mich erinnern kann, da ist wohl Sterne dabei. Ja, freilich. Das ist schön, ne? Ja, das schon. Von Licht. Bei der Nacht der Kiele haben gewann, rein, nicht? Wenn der Luft von Osten ist gekommen, kein der Bärwind. Bei Petroleumlampen, ja, nicht elektrisches Licht. Ja. Ja, wir haben nicht elektrisches Licht gehabt. Okay. Wir haben eine Lampe gehabt, Petroleum,
Und das ist ausgewählt. Das ist schon eben das gewonnen. Der Leiter hat mit der Jün aufgestanden, praktisch mit Jün gern schlafen. Bei Schubert hat sie auch ein Licht kam, der Petroleumlampe. Du hast da die ganze Familie bei Tischen beieinander gesessen. Ja, eine Lampe hat in der Küche gestanden. Ja. Der Leiter hat in der Rundschirm gesessen und hat Guss oder ins Wegmann geräumt. Oder hat sie eine Lampe genommen oder ist er in die Stube gegangen. Und die ganze Familie ist mit in die Stube gegangen. Ja. Da ist er auch eine Lampe geholt. Und da Lampe hat sie noch gegeben. Und bist du auch da unten unter der Decke hingewandt und einmal die Lampe ausgeflogen. Ja, das ist geworden. Ja. Tja. Weil wir sind zuerst hineingekommen, meine Schwester, die ältere meine Schwester, in 50er Jahre. 50? 50, ja. Und da habe ich bei einem Onkel geboren. Wir haben ja zwei Onkel gehabt, Brüder von meinem Vater. Wo sie eine Familie hat, jetzt schon junge Jahre in Amerika war. Und eine Schwester von der Mutter, meine war. Außerdem habe ich unsere Großmutter, Mutter, sie ist schon in 1913 in Cleveland gestorben. Ja. Ich habe mir hinter ihm erzählt, wir sind überhaupt schon in Amerika gewesen, hinter das Behaar kamen. Und unsere Mama hat ja durchgeschaut, Amerika, geht Amerika. Sie ist aber vielleicht gut hineingegangen, nicht? Weil unsere Mama ist als junges Dienstle in Amerika. Ich habe ja alle inne, mein mütterlicherseits hat Tante Mine durchgewandt, väterlicherseits zwei Brüder, gell, von meinem Vater. So, wir sind mit fremd geworden in Amerika. Ja, ganz gut. Unsere Mama. Unsere Mutter, sie ist noch am ersten Krieg schon da, wo man junge Dienlein in Kutschep an die Brach gehabt. Sie sind auf Amerika, oder eine kürzere Zeit auch wieder zurück, oder sie sind geblieben. Unsere Mutter ist auch in 1921, ist sie auf Amerika, ist sie da in New York, war natürlich in Brooklyn. Und wenn sie heim ist gekommen, dann ist sie heim geblieben. Und er hat sie in Stücherleide wohl erzählt, Amerika, sie hat das auch gegeben. Sie hat auch Urwein, sie hat in Stück von Coney Island erzählt. Wie sie auf Coney Island ist gegeben, wo sie auch Urwein hat, sie hat zwei Kinder gehabt, die Familie. Die zwei Kinder hat sie versorgt, aufgepasst. Und dann hat sie auch miteinander auf Coney Island gewohnt. Und ich habe auch ein paar Liedlein gelernt. Englische Liedlein, wenn ich klein bin, man, 6 Jahre, 9 Jahre, hat sie mir Liedlein vorgesungen, wo sie du in Brooklyn hat gelernt. Denn uns von einem Liedlein kostet es noch. Geht, that's how she sang. Jimmy said to Simi, where do you live? Jimmy said to Jimmy, across the bridge. Jimmy said to Jimmy, that's too far. Jimmy said to Jimmy, take a crawly car. That's how my mother said. Yeah. All right, durch das sind wir auf Amerika gegangen. Wir sind zuerst inne, ihr seid zurückgeblieben, Mama, Ate und du. Aber Hilde und ich, meine Schwester, wir sind immer kam. Ich bin zu Onkel Henne gegangen, oder Hilde ist wieder oben, du wo der Mama dann noch gearbeitet in der Gegend, gell? Hat sie mit Prospect Park? Prospect Park hat die, ja, wo sie gearbeitet, oder? So, hat es ungeheben, oder seit ihr erst in 55 noch kamen, gell? Und ich habe halt geblieben, gell? Ja, siehst du. Für mich hat es kein Zurückkehren mehr gegeben, wie man mehr zurückkehren kann. Es ist nicht mehr Platz geworden. Gell? Oder wir haben ja gut zurückgewählt gern. Wir sind ja gern du geblieben, weil das ist nicht unser Leben geworden. Mit nichts, aber wieder ungeheben, es ist gegangen. Gell? Ja. Also du in Richwood, du in Queens County, du hast die ganzen Kutschewere schon gewonnen, wo sie schon hinterher kam, wo sie schon auch am Ersten Weltkrieg hinkam. Die haben sie du
umgesiedelt, ob ihr sein kam oder selber Adua. Deswegen ist New Richwood eine hohe Stadt, die man viele Kutschewer haben gemacht. Ja, du bist. Auswahl, an jeder Straße hat man Kutschewer in die Gesache und Gehör. Ohne Wunsch, ein Kutschewer ist gerade. Et leidt ons met de schubes op het leven op is gegaan. Als die goeren aan het trottoir kan gaan om zijn te maken. Dus heb plots gott een weibe met een kinderwagen gehad. Ja, en dan zijn die grote kinderwagen. Ja, zijn allemaal. Weil die zijn meestens jonge Leute kamen. Ja. En dat du wilt je geheiraten. Ja. Wenn du zur Kirche bist gegaan om een Schoenstock schubben met duwen. Heb je heint in der Kirche. In Richwood ist du drei, vier Hochzeiten geworden. Oh ja. Ohne noch der anderen. Freilich, freilich. Ohne noch der anderen. Ich meine, da Leute schon will geheiraten und Familien gegründet. Ja, freilich. Du entscheidest jeder Höhle. Ich hätte uns schon geheiraten, die alle ja, unterwegs geworden. Du hast schon auf welchen Böden wollen. Und schon du. Jeder mit zur Absicht, dass er dort bleibt, natürlich in Amerika, ja. Gell? Denn schon das beste Land ist schon Amerika war, noch ein Krieger, auf jeden Fall, gell? Mhm. Ja, und so ist aber dort geblieben. Aber die sind noch gekommen, ich habe noch die Arbeit gehabt. Zuerst bin ich nicht hingekommen, aber da habe ich die Arbeit bekommen. Und jedes Jahr, wenn ich Urlaub gehabt, oder habe ich in Urlaub auf eine Arbeit umgeheben und habe mich schon langsam verbessert. In den 10 Jahren kein Urlaub, ich habe bei jedem Tag in Urlaub Zeit, habe ich eine neue Arbeit gesucht. Wenn es mir gepasst hat, bin ich geblieben. Aber wenn es mir nicht gepasst hat, bin ich nach Urlaub wieder zurückgegangen. Oh, ja. Schön ist es geworden. Ja. Right? Und es ist so, wenn die Eltern hineinkamen, in Gewutter hat ja auch noch gearbeitet. Er ist auf Long Island Essen gegangen und hat er... Gewutter ist 81 Jahre alt. Ja. Amerika ist krank. Er hat noch vier Jahre... Mama ist 52 Jahre alt. Gute vier Jahre gearbeitet. Ja. Die Weiber haben alle in den Strickereien. Ach, denn das ist schon in jedem. An jeder Straße ein paar Strickereien geworden. Und die Weiber haben alle auf dem gearbeitet. Monige haben sie erst gekannt mit der Maschine und sie haben Maschine genannt. Und die anderen haben was anderes getan. Aber du ist Strickerei noch Strickerei. Das ist die Frage. Die Damen haben die Leute mehr Geld verdient bei den Weibern haben gearbeitet. Die Weiber in Kutscher haben nicht als Bennig gearbeitet. Die haben die in der Familie gemacht. Bei der Familie Heimer hat sie mich kochen mit aus. Ja, ist die du in Amerika und sie erfahrt, a second job. Ja, wenn der Mann daheim kam von der Arbeit und dabei begann arbeiten und der Mann auf die Kinder aufgepasst, dann hast du gewonnen. Das hat sie in Amerika gelehrt, verständlich. Du hast eine Geschichte gemacht, die Leute, wenn sie in der Kutsche waren, wenn sie auf Richwood kamen, oder die alten Leute besonders, die haben Häume gehabt. Die haben sich auf zurückgedenken, ja, Häume, Häume. Und dann haben sie, dort in Richwood ist der Park, Grover Cleveland Park, haben sie sich getroffen, nur mit Tugur, die alten Leute, und sie gesehen, und sie gejubelt, ja, Häume, Häume. Oder ein paar Jahre später, wir haben schon gearbeitet, in Amerika ist gut geworden, denn 1950 Amerika. Wunderbar, ja. Die Wirtschaft ist gut geworden. Die Immigranten haben sehr gut gehabt. Denn schon nach ein paar Jahren haben sie alle einfach Geld verdient und sie haben ein Haus gekauft, ein sechs Familienhaus. Und dann haben sie gut gefühlt und dann haben sie auch hingegangen in den Park und sie haben gebrüllt. Und Jerry, was in den Bilden kann, vor, inner. Und das ist in der Jürgen-Park war. Das ist Jürgen, die... häuset Cry. Jürgen weinen, weinen. Und Prollen häuset Brag. So, ja, suddenly, the park was no longer a Cry Park. It was becoming a
something that people were bragging. Yeah, yeah. Okay. All right. Oder haben die Kinder gekommen, oder in die Schule gegangen. Da ist die Familie geblieben. Eh? Denn der Benninger Mama, du bist gewonnen. Denn es ist schon nicht gesprochen geworden, als er hin und her gegangen ist und habe ich dir gesucht. Eh? Mhm. Und außerdem haben viele, wo sie durch und geheiratet, ihre Kinder als ganz junge zurückgeschickt und sie sind bei Großeltern gelassen in Kotschep. Und wenn auch der Zeit ist geworden und sie sind noch geheilt innen, wenn sie sich ein bisschen unterheilt oder bei Buben hat es noch einen anderen Grund gehabt. Die haben da drüben geblieben, in Schule gegangen, oder haben das zum Militär und mich gerne, und dann haben sie zurück auf Amerika, seit ich zum Militär bin gegangen. Das ist eine Sache, wo die Gottschäfer nie haben gewählt, Militär. Das hat sie nie gewählt. Das schlugt schon der römische Geschichtsschreiber, dass sie schlechteste Soldaten gewonnen haben. Schön.